Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Wie ihr sehen könnt, sind wir im Creative-Modus unterwegs, denn ich möchte heute mit euch gemeinsam bauen. Und zwar bauen wir ein Dodo-Gehege. Hier soll das Ganze hin. Ich habe hier die Fläche schon mal gerade gemacht. Ich würde sagen, ich stecke das Ganze jetzt erstmal direkt ab. Heute ist es mal ein bisschen anders, denn wir bauen im Realtime-Part. Ich wollte euch nämlich auch mal so die Mods ein bisschen im Einsatz zeigen. Ich würde das sogar ganz cool finden, wenn wir das bis hier machen. So ungefähr, dann hat das zwei Abstand zu beiden Seiten. Wenn wir dann hier den Weg weiterführen. Das wird jetzt alles ein bisschen länger dauern, aber ich denke mal, wir kriegen das easy hin in dieser Folge. Das ist, glaube ich, auch mal interessant zu sehen und das ist halt jetzt nicht so was krass Aufwendiges. Deswegen sollten wir das einigermaßen glatt hinbekommen hier, dass es schnell vorangeht. Ich stecke jetzt hier erstmal ein Viereck ab, damit wir ungefähr eine Grundlinie haben. Das hier sind übrigens diese Blöcke, die man einfärben kann in jeglicher Farbe. Ich kann zum Beispiel so einen Grasblock nehmen und dann habe ich das so eingefärbt. Damit kann man auch super planen, wenn man sich vorher mit den Materialien noch nicht sicher ist. Kann man dann einfach drauf losbauen und dann schaut man halt am Ende, welche Materialien gut zusammenpassen optisch. Ich denke, das ist ganz gut. Und dann haben wir ja das hier als Grundgröße für die Dodos. Aber erstmal färben wir den Zaun ein. Ich denke mal, ich werde da die Farbe wieder nehmen. Oder werden wir doch die Farbe nehmen? Ich bin mir noch unsicher. Ich glaube, ich nehme eher die Farbe hier. Das heißt, wir snacken uns mal eben hier so einen Dachblock. Und dann färben wir das Ganze ein. Jetzt kann man halt ganz gut gucken von oben. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die Farbe ist super. Und dann haben wir es eingefärbt. Und jetzt können wir eigentlich schon den ersten Stall planen. Dafür gehe ich erstmal hier in die Blockcraftery. Und da hole ich mir dann die Form, die ich brauche. Zum Beispiel so eine Mauer. Den Zaun habe ich schon. Dann brauche ich auf jeden Fall noch so Platten. Und vielleicht ganze Blöcke noch. Und ich denke, damit kommen wir erstmal hin. Damit können wir das, glaube ich, ganz gut planen. Fang mal hier an, würde ich sagen. Das heißt, hier kommt ein Stück hin. Machen wir das mal so breit ungefähr. Ungefähr einen Plan habe ich schon, wie ich das bauen möchte. Aber es ist jetzt nichts Aufwendiges, also es ist nichts mega krasses. Das können wir auch connecten soweit. Und hier kommen dann so Säulen hin. Ich werde gleich erstmal das Dach, denke ich, planen. Und dann werde ich den Rest weiter bauen. Aber das ist jetzt erstmal das Grundgerüst von dem Stall. So soll das Ganze aussehen. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Dach hinkommt. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Wir müssen halt jetzt hier ein bisschen runterbauen, weil das hier soll halt das Level am Ende sein. Das muss halt jetzt ein schöner Übergang werden. Jetzt könnten wir eigentlich noch uns so eine Platte nehmen. Und wir die da drunter packen. Dann sieht das doch schon ganz gut aus von der Dachform. Hier dürfte es, glaube ich, nicht gehen, wenn wir das machen mit der Platte. Nee, das ist halt immer das Problem. Es geht immer nur mit ganzen Blöcken. Immer ein bisschen schade, aber so ist die Dachform schon ganz gut. Deswegen führe ich die jetzt mal so rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir das überstehend machen. Ich glaube aber nicht. Sonst ist das zu erschlagend. So, hier unter nochmal das Ding. Ich glaube, das mache ich auch nur außen hin. Bei innen sieht man das eh nicht. Aber die Kühe machen aber auch Sounds, ey. Ich denke mal, ich mache auch hier... Moment, da muss noch so ein Block hin. Aber ich denke, ich mache hier auch nur den obersten. Dann haben wir nämlich im Innenraum von diesem kleinen Schuppen, den nenne ich es jetzt einfach mal, oder Stall,
Davon haben wir dann noch ein bisschen mehr Platz. So, das ist jetzt das Grundgerüst. Relativ simpel, aber das können wir dann einfärben. Ich würde auch hier sagen, dass wir wieder die Dachfarbe nehmen. Das heißt, ich färbe jetzt hier mal eben alles ein. Oh. Musst du immer aber gut zielen, ansonsten kann das auch mal schief gehen. Aber ihr seht schon, das geht relativ gut von der Hand. Ich denke mal, wir werden das dann so machen. Oh, das wollte ich nicht. Da kommt natürlich wieder sowas hin. Jetzt ist halt das Problem, dass man, wenn ich das jetzt von der Seite angucke und anklicke, dann wird halt die Maserung falsch. Seht ihr das? Dann ist der Ast halt hier. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal... Boah, diese Kühe sind ja mega annoying. Froh, dass ich das für euch ein bisschen leiser regeln kann. Ist auf jeden Fall sehr laut gerade. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass die ein bisschen reduziert werden. Sind halt ein paar viele. So, dann färben wir das wieder ein. Und dann sieht das doch eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Ich glaube, ich hole mir hier nochmal so einen Bruchstein. Und ich glaube, dann werde ich... Dann machen wir das dann mit diesem Holz. Ich glaube, ich hole mir dieses Eichenholz eher. Dann haben wir es nämlich genau gleich wie bei unseren anderen Gebäuden. Färben wir das hier in Eichenholz ein. Und hier machen wir es dann nochmal genauso. Aber ich glaube, man sieht schon ganz gut, dass man mit dieser Block Crafter Remod das halt echt gut planen kann. Und dann kann man halt die Materialien am Ende noch austauschen, wie man möchte. Und man kann halt erst so ein bisschen die Form festlegen. Und dann kann man sich halt ausprobieren mit Materialien. Natürlich teilweise dann ein bisschen aufwendiger und sowas. Aber ich finde, es geht sehr, sehr gut. Und man hat halt auch viele Möglichkeiten dadurch, da man halt jedes Material verwenden kann, was echt praktisch ist. Ups, das wollte ich nicht. Färben wir das nochmal ein. Dann kommt das hier in Eiche. Und dann haben wir schon das Grundgerüst für unseren Stall stehen. Ich glaube, auf der Rückseite mache ich auch... Wie machen wir das denn hier? Wir könnten hier eigentlich das einfach zumachen. Weil hier dürften die eigentlich nicht rüberkommen, die Tierchen. Ah, das ist doch schon mal sehr gut. Und dann könnten wir auch noch so Falltürme nehmen. Um da vielleicht nochmal so ein bisschen Variation reinzubringen. Ich weiß halt nicht, ob ich die Rückwand nicht sogar zumache. Ich glaube, das wäre ganz cool. Deswegen klappe ich den mal runter. Warum ich es runtergeklappt habe, ist halt, weil sonst kann ich hier das nicht vernünftig oben drauf platzieren. Hier muss man das erst runterklappen und dann kann man bei dieser Mod halt zwei übereinander machen. Und dann geht das relativ zügig. Da klappe ich die alle hoch. Dann habe ich hier halt so nochmal eine Wand erschaffen. Und die können wir natürlich jetzt auch einfärben, wie wir möchten. Ich würde mich natürlich jetzt am liebsten nochmal hier bedienen. An den Farben. Ich denke mal, ich nehme da die Dachfarbe erstmal. Oder sollen wir mal was ganz anderes nehmen? Wir könnten halt auch mal sowas Dunkles nehmen, so ein Fichtenholz oder so. Oh, das ist falsch. Oh, das finde ich gar nicht so schlecht. Färben wir das mal so ein. Okay, dann haben wir hier die Rückwand zu. Auf dieser Seite sieht es dann so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Rückwand zu gut finde. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, denke ich mal. Da kommen jetzt noch Laternen rein. Hier eine hin und hier eine hin. Auch relativ simpel. Wir könnten eigentlich doch nochmal eben das hier machen. So, und dann ist schon mal hier so der Bereich fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit den Zäunen verbinden, weil ich glaube, die Zäune connecten halt nicht direkt an die Mauerstücke. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Dann haben wir halt hier so eine Lücke.
weiß halt nicht, wie wir das fixen könnten. Wir könnten halt hier hinten rumbauen. Aber das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube, ich lasse einfach die Lücke. Weil escapen dürften die dadurch nicht, die Tierchen. Ich glaube, das sollte so funktionieren. Vielleicht können wir da einfach nachher einen Busch oder Baum oder so vormachen. Hier kommt dann auch nochmal sowas Kleines hin. Irgendwie was für Lagersachen oder so ein kleiner Lagerplatz. Den mache ich einfach ähnlich wie das hier da vorne. Also baue ich hier einfach so eine Mauer hoch. Ich denke mal, das mache ich auch nur sehr, sehr klein und niedrig. Ungefähr so von der Höhe, würde ich sagen. Dann so breit, ja, da können wir ein paar Lagersachen auf jeden Fall reinplatzieren, das ist ganz gut. Das sieht doch gut aus. Und dann können wir hier auch das Ganze nochmal mit dem Dach versehen. Mir schon ein bisschen zu groß. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ein bisschen verkleinern. Hier auf dieser Seite. Dann machen wir das so groß. Ja, das reicht eigentlich. Damit hier das Dach auch ein bisschen interessanter ist, mache ich hier hinten das nochmal so zu Falltüren. Hier sieht das da auch ein bisschen abgeflacht aus. Ist halt immer schwierig, von dieser eckigen Optik wegzukommen bei Minecraft. Das ist halt immer nicht ganz so einfach. Aber ich denke mal, so reicht das dann auch schon. Das ist ganz gut. Dann muss ich eigentlich hier auch nochmal bei. Weil die Eckdinger mache ich dann wieder in dem Style. Genau wie hier. So, das haben wir. Und dann müssen wir uns wieder die Eichendinger holen. Da muss ich einmal darüber. Da hätte ich jetzt das hier genommen. Das hätte nicht geklappt. Weil da kriegt man dann den anderen Mauerblock markiert halt. Und dann oben das Dach wieder an der Dachfarbe, die wir eh mal verwendet haben. So machen dann, wenn man halt was kaputt macht. Das ist ganz praktisch. Mal direkt die Wege platzieren. Ich würde halt jetzt sagen, dass wir hier dann auch den Zweierabstand einbehalten. Wo ich glaube, ich mache hier eher einen Einerabstand zum Schuppen. Müssen wir auch die Truhe nicht abreißen, da muss ich mich auch unbedingt noch drum kümmern. Hier connectet das Ganze dann. So, jetzt nimmt das doch hier langsam Form an. Hier müssen wir es noch verbinden. Mit unseren nervigen Kühen. Okay, ich baue jetzt auf jeden Fall hier nochmal so eine Laterne nach. Ich glaube, die platziere ich dann da vorne irgendwo hin. Ich denke mal, ich mache das hier auf die Ecke. Guck mal, mit denen hätte ich das auch einfach machen können. Wäre viel simpler gewesen. Vielleicht sollte ich mir das echt mal angewöhnen, dass ich das ein bisschen unkomplizierter noch baue. Aber ich mag halt die Freiheiten, die mir die Mod immer gibt. Finde ich ganz cool. So, dann haben wir hier eine Laterne. Da drüben machen wir auch nochmal eine Laterne hin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch noch beleuchten könnten. Wo
Oh, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Denke mal, da mache ich dann auch eher hier gleich noch Licht hin. Ich glaube, ich mache hier auch noch mal eine Laterne hin. Sind überhaupt diese Tore auch in der Farbe? Oh nein, die gibt es gar nicht. Das heißt, meine Zaunfarbe ist echt ein bisschen fehl dann, oder? Da hätte ich doch die anderen Zäune dann nehmen müssen. Weil ich muss ja da auch irgendwie rein und rauskommen. Das habe ich halt nicht bedacht. Aber es gibt doch hier auch so ein... Ja, so ein Gate. Eichenholz-Zauntor. Sieht bestimmt blöd aus, wenn ich das halt jetzt in einer anderen Farbe da einbaue. Das geht eigentlich, wenn ich hier die richtige Farbe auswähle. Zauntor. Wir könnten ja auch mal so dunkle ausprobieren. Warum nicht? Und wir haben ja auch von der Mod auch noch welche. Ich glaube übrigens, dass mir diese Rückwand hier nicht gefällt. Mach ich, glaube ich, weg. Ich glaube, das machen wir auch einfach simpler, indem wir dann einfach das hier benutzen. Das färben wir dann auch einfach ein. In Eichenholz. Und dann ist es auch alles ein bisschen gleichmäßiger. Und die beiden haben wir auch noch von der Mod, die könnten gut aussehen. Gut, ist sehr dunkel. Und jetzt ist kein Tor, shit. Das ist das Tor, ne? Warum ist denn das so schattiert? Sieht irgendwie blöd aus. Keine Ahnung, woran das liegt. Ne, dann nehmen wir das auf jeden Fall nicht. Sehr schade. Würde ich halt sagen, dass wir einfach das nehmen. Da kann man auch ganz gut erkennen, wo halt das Tor ist. Das finde ich gar nicht so schlecht. Müssen wir nochmal schnell uns das Dach holen. Können wir das hier wieder einfärben. Ich glaube, mir reicht auch ein Tor an einer Seite. Ja, würde ich mal sagen, gestalten wir das Ganze mal von innen. Also wir brauchen auf jeden Fall so Strohdinger. Genau, da gibt es so Strohballen. Dann brauchen wir die Erde, die dunkle, grobe Erde. Ich glaube, bei der groben Erde wächst halt kein Gras nach, was ganz praktisch ist. Oh, hier geht es voll tief runter. Deswegen können wir das hier mal ordentlich ausfüllen alles. Hier unter dem Schuppen muss auch gar nicht so viel Gras sein. Ich werde hier aber auch auf jeden Fall noch Stroh machen. Ich denke mal so im hinteren Bereich so ein bisschen mehr. Aber im Stroh ist auch wichtig, wie man es platziert, weil von oben sieht es halt so viel blöd aus. Deswegen möchte ich das halt eher so haben. Ich mache es auch ein bisschen durcheinander in der Maserung. Und wir könnten sogar noch, wartet mal, die Dinger hier nehmen. Und dann können wir da sogar noch ein bisschen Höhe reinbringen. Das ist cool. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr Stroh. Nochmal so. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich denke mal, ich mache dann hier hinten vielleicht auch noch... Das sieht bestimmt blöd aus, wenn ich da Stroh habe. Ich glaube, dahinter lasse ich dann mal grasen. Sonst sieht es halt von der Rückseite blöd aus. Ja, das lasse ich dann mal so. Aber dann machen wir hier auf jeden Fall noch grobe Erde rein. Aber das mit dem Stroh gefällt mir schon ganz gut. Da können die dann schlafen. Da dürfte auch eigentlich keiner rüberkommen über so Mauerstücke von den Tierchen. Und dann mache ich mal hier in die Ecke ein bisschen Weizen. Jetzt mache ich auch so ein bisschen wild durcheinander. Das wächst dann ja noch. Und dann sieht das bestimmt auch cool aus. Oh wow, das ist direkt kaputt gegangen. Sehr blöd. Aber wir können auch einfach den Block hier markieren, oder? Können wir den nämlich einfach einsetzen, das ist gut. Ein bisschen Höhenunterschiede machen.
Aber ist ganz cool, da können wir dann so auch runterbauen. Oh ne, das wollte ich nicht. Auch nicht. Was mache ich denn? Ah, das geht gar nicht. Oh mein Gott. Man kann hier keinen Rasen machen so. Oh, das ist ja blöd. Okay, never mind, dann geht das gar nicht. Was ich vorhatte. Geht das denn so? Ne, auch nicht. Ah, wie doof. Okay, aber gut zu wissen, dass man Rasen hier nicht einfärben kann. Aber dann können wir zumindest ein paar Höhenunterschiede noch hier mitmachen. Das geht auch nicht. Das ist ja blöd. Hier noch einen anderen Rasenblock? Na, wahrscheinlich nicht. Aber dann lassen wir das. Oh, guck mal, das klappt. Jetzt färbe ich das mal ein und dann schauen wir uns das mal an. Ob das irgendwie eine Wirkung hat. Dass das cool aussieht. Machen wir natürlich auch gleich noch unterschiedliche Untergründe. Ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so ebenerdig. Den Stern, wo es blöd aussieht, da mache ich es dann auch einfach nochmal weg. Zum Beispiel das hier gefällt mir nicht ganz so gut. Dann machen wir es dann einfach ein bisschen kleiner. Wir machen natürlich jetzt auch nochmal teilweise Erde dann hin. Gerade auch unter der Hütte. Könnte natürlich jetzt sogar noch mit Erde das machen. Das geht, glaube ich. Ja, mit Erde geht's. Das ist natürlich super. Da kann man dann nochmal so ein paar Höhenunterschiede in die andere Richtung einfließen lassen. Ja, sehr schön. Das nimmt auch schon langsam Form an. Braucht natürlich jetzt auch noch Gräser. Die tragen auch nochmal super viel dazu bei. Aber bevor wir die jetzt platzieren, würde ich halt gerne nochmal irgendwo Wasser hinmachen. Ich weiß halt noch nicht, wie wir das machen. Das ist mir auch noch zu viel. Ich werde doch, glaube ich, nicht so viel Hugel da drin haben. Also ein bisschen Höhenunterschied ist schon nicht schlecht. Gras brauchen die, glaube ich, sowieso. Aber es dürfte eigentlich auch nachwachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die brauchen das halt als Nahrung, die Tierchen. Guck mal, damit kann man das schon gut covern hier. Schau mal, dann fällt das gar nicht mehr auf, dass da eine Lücke ist. Ja, super. Machen wir das einfach an allen Seiten. Müssen wir es gar nicht hoch machen, vielleicht auch so. Vielleicht auch nicht zu sehr übertreiben mit hohem Gras, weil dann sieht man so wenig. Aber das sieht doch jetzt schon nach einem ordentlichen Gehege aus, wo sich die Dodos wohlfühlen könnten. Gut, dann haben wir das auch. Und dann sieht das doch schon sehr belebt aus. Guck mal, unser kleiner Hof nimmt doch langsam Form an. Das erste Gehege haben wir jetzt hier auch platziert. Da können jetzt auch noch ein paar Lagersachen rein, würde ich sagen. Da gibt es auch noch so Kisten und sowas. Aber ich glaube, da nehme ich dann einfach wieder diese Standardkisten. Guck mal, die Dinger gibt es hier auch noch. Die können wir vielleicht auch noch unterbringen. Kiste. So, dann nehmen wir die hier. Die meisten Kisten sind übrigens nur zur Optik, ne? Also werde jetzt nicht groß verwenden, aber ich denke mal, so reicht das dann schon. Und dann sollten die sich eigentlich relativ wohlfühlen. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht für die. Dann könnten wir jetzt eigentlich vom Creative-Modus wieder zurückwechseln. Dann haben wir das jetzt erfolgreich gebaut. Jetzt werden Dodos gemacht.
Ich hoffe wirklich, dass die Eier legen können, weil ich habe halt schon alle meine Hühnchen gerippt. Und Eier brauchen wir ja ganz viele. Wir Biogu. Übrigens noch 2 Biogu gefunden. Und ich wollte jetzt noch was mit euch herstellen gemeinsam. Ich will nochmal eben das Rezept nachschauen. Oh, genau so war das. Kann ich das jetzt auch auswählen? Ja, kann ich tatsächlich. Okay, sehr gut. Oh, jetzt haben wir schon 10 Biogu. Ist ja übel entspannt. Ah, das liegt daran, dass ich das Felasaurus-Fleisch benutze. Da kriegt man 4 Stück raus. Das ist ja praktisch. Das hatte ich nämlich auch gefunden. Das heißt, das ist mega gut, wenn man viel mehr Biogu halt rausbekommt. Ah, nicht schlecht. Gut, dass wir es gefunden haben. Haben wir jetzt erstmal ausgesorgt, was Biogu angeht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier glatt geht mit der DNA. Weil das kann ja, glaube ich, auch kaputt gehen. Und dann kommt auch so ein Felasaurus-Ding raus. In der Zwischenzeit würde ich ganz gerne mal versuchen zu kämpfen. Meint ihr, wir können so einen Anki besiegen? Oh, der knockt mich auf jeden Fall nicht zurück, wenn ich seine Schläge blocke. Aber der verbrennt ja auch. Der hat nur leider kaum was. Vielleicht sollte ich mal in der Perspektive hier kämpfen gegen den. Oh, der flüchtet. Meine Kamera backt voll. Okay, das Blocken geht nicht so gut. Oh, der scheint nicht so mega aggro zu sein. Also wir können ihn easy besiegen. Besiegt. Sehr schön. Cool. Jetzt haben wir auch Ankylosaurus-DNA. Oh, das Schild hat er bis zur Hälfte angescheppert. Würde ich halt sagen, dass wir das auch nochmal schnell machen mit der DNA. Und wir können nochmal was verzaubern. Ich habe vorhin gesehen, wir haben gar keine Axt. Deswegen Lodokus, Parasaurolophus. Voll die gute DNA. Nicht schlecht. Dass wir alles rauskriegen. Nochmal 2 davon noch rein. Den Rest machen wir dann hier rein. Wir gerade nicht brauchen. Haltbarkeit 3. Ja, komm. Es ist nur Haltbarkeit geworden. Oh, wie lame. Na, das ist natürlich unlucky. Egal. Nehmen wir mit. Dann können wir die Eisensachen auch ablegen soweit. Wie lange dauert denn das noch? Ach, da haben wir es. Kultiviertes Dodo-Ei. Wird natürlich jetzt gerade Nacht, aber wir machen das, glaube ich, jetzt noch. Ich denke mal, das reicht, wenn wir das so machen. Dann hier das Ei hinlegen. Och, das kommt direkt raus. Oh. Also war das mit den Fackeln alles umsonst, aber der ist süß, der Kleine. Aber der frisst halt ohne Ende. Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Futterding. Aber da haben wir unser erstes Dodo-Baby. Oh, wie süß. Gucken wir uns gleich nochmal bei Tag an, aber wir müssen noch so ein Futterding unbedingt bauen, dass die uns hier nicht alles wegfressen. Sehr schön. Und den bringen wir dann... Oh, ich habe hier offen gelassen. Unser Dodo noch da. Ja, oh, er will gerade ausbuchsen. Na du kleiner Fratz, du bist sehr süß. Oh, der ist toll. Guckt ihn euch an. Die Geräusche dazu. Ein Weibchen, zaghaft. Ihr könnt natürlich für den Dodo tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ihr könnt sogar für viele Dodos Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wir haben ja 10 Stück insgesamt. Ich werde jetzt aber erstmal das Ding hier noch platzieren. Ich glaube, ich mache das in den Boden. Ich glaube, das klappt auch. Sieht nicht ganz so doof aus. Ja, machen wir das mal so. Ja, passt schon von der Position, das ist ganz gut. Packen wir mal das Restweizen rein. Und dann sollten die sich davon eigentlich ernähren.
Die fressen jetzt halt hier meine ganze Deko weg, die ich platziert habe, aber das ist dann halt so. Gibt Schlimmeres. Ich glaube, das Gras wächst ja auch wieder nach. Also ist alles halb so wild. Und jetzt nochmal hier rein. Ah, wir haben noch einen. Dann können wir noch einen machen. Und lebe. Oh, süß. Jetzt haben wir 2 Stück. Oh, der frisst auch die Dinger weg. Mann, ey, ich habe mir so eine Mühe gegeben, das hier alles zu gestalten. Die fiesen Dinger. Ja, kann man machen, nix. Außer die sind glücklich. Also ich bin's auf jeden Fall gerade. Ich hoffe auch einfach mal, dass die Eier legen. Wäre ganz schön. Ja, Leute, das soll's jetzt mit der heutigen Folge. Oh mein Gott. Ich muss jetzt mich beeilen, Leute. Hier ist gerade was kaputt gegangen. Ich bin im Creative-Modus. Ich wollte gerade die Abmod machen, aber jetzt ist unser Kultivierungsbehälter kaputt gegangen. Machen wir in der nächsten Folge. Das ist, glaube ich, ein Pelasaurier. Ich glaube, der trinkt gerade. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht darum kümmern. Das warte ich nochmal eben ab. Er ist echt gestorben. Okay, wir müssen ihn nicht besiegen, aber ihr seht schon, unser Kultivierungsbehälter ist leider hops gegangen. Den müssen wir dann wieder herstellen. Ich wollte eigentlich gerade euch das Ganze nochmal von oben zeigen. Mache ich jetzt aber auch. Moment. So. Das ist das, was wir gebaut haben. Unser Dodo-Gehege. Ich würde mich auf jeden Fall über tolle Namensvorschläge für die kleinen Racker freuen, die gerade die gesamte Deko aufessen. War alles umsonst. Ja, kann man machen, nix. Ja, ich würde mich auch über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.